Welche Spieler waren die wertvollsten in der dritten Spielwoche? In der AFC Offense war es Running Back Maurice Jones-Drew von den Jacksonville Jaguars. Er lief 23 Mal für 119 Yards und erzielte 3 Touchdowns. Für ihn war es erst die zweite Auszeichnung zum Spieler der Woche. In der Verteidigung war es Linebacker Brandon Ayan Bedejo von den Baltimore Ravens. Er erzielte 6 Tackles, einen Sack und einen Interception. Für ihn war es die erste Auszeichnung zum Spieler der Woche. In den Special Teams wurde ein Linebacker ausgezeichnet, Jason Trusnik von den New York Jets. Er hatte 2 Tackles in den Special Teams und er erzwang einen Fumble, den er auch eroberte. Auch für ihn war es die erste Auszeichnung zum Spieler der Woche. Gehen wir rüber in die NFC. Da wurde in der Offense Quarterback Kevin Cope von den Philadelphia Eagles ausgezeichnet. Er ersetzt Donovan McNabb hervorragend. Von seinen 34 Pässen traf er 24 Mal für 327 Yards, 2 Touchdowns und zusätzlich lief er einen Touchdown. Den ersten seiner Karriere übrigens. Er war der erste Quarterback in der Geschichte der NFL, der in seinen beiden ersten Starts jeweils für über 300 Yards passte. Für ihn war es die erste Auszeichnung zum Spieler der Woche. In der Defense wurde Linebacker Lance Briggs von den Chicago Bears ausgezeichnet. Er hatte einen Interception, einen Sack und 7 Tackles. Auch für ihn war es die erste Auszeichnung zum Spieler der Woche. Auch der Special Teams Player wurde zum ersten Mal zum MVP gewählt. Es war Kick-Returner Wide Receiver Percy Harvin von den Minnesota Vikings. Er trug 4 Kickoffs zurück für 180 Yards, darunter einen über 101 Yards zum Touchdown. Das war die aktuelle Ausgabe von MVP Weekly, präsentiert von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier ein Hinweis für die Footballspieler da draußen, die ihre Leistungen den Scouts in Amerika bekannt machen wollen. Die FOSS Videonormwandlung transferiert ihre Bänder und DVDs von dem deutschen PAL in das amerikanische NTSC-System, sodass ihre Aufnahmen in den USA problemlos angesehen werden können. Wenn Sie mehr über unseren Service wissen wollen, besuchen Sie doch unsere Internetseite www.foss-videonormwandlung.de.